Gernot, am Sonntag startet die Frühjahrssaison. Wie hast du die Vorbereitung erlebt? Kurz, sehr intensiv, mit guten Spielen, mit weniger guten Spielen. Trotzdem, auch wenn du eine gute Vorbereitung machst, und die haben wir gehabt, wenig Verletzte, zählt es nur, wenn du dann im Endeffekt das erste Spiel gewinnst oder beziehungsweise gut reinstartest. Hat sich die Spielanlage der Mannschaft in irgendeiner Form geändert? Hat sie irgendwas einstudiert oder eben auch in dieser kurzen Zeit taktisch neu erlernen können, was wir aus dem Herbst nicht kannten? Ich glaube schon, ja, dass wir einige Sachen ein bisschen verändert haben. Die Jungs haben unglaublich gut mitgezogen, die paar Wochen. Und ja, aber wie gesagt, ist alles schön, wenn man trainiert und viel trainiert und gut trainiert. Und Fakt ist, es ist Ergebnissport, ja, und da geht es noch um Ergebnisse, und da wollen wir anfangen am Wochenende. Was für Spiel erwartest du da am Sonntag? Es ist immer schwierig nach der Vorbereitung zu wissen, wo man steht. Ich meine, ich glaube schon, dass wir jetzt mehr Aufschlüsse haben, als wir in einer anderen Vorbereitung, weil wir doch immer gegen Gegner gespielt haben aus unserer Liga. Nur FAC, neuer Trainer, neue Spieler dazugeholt. Wir haben zwar das letzte Spiel ein bisschen beobachten lassen, nur, wie gesagt, wir werden sehen. Ich glaube schon, dass es ein Spiel wird, FAC will Fußball spielen, genauso wie wir. Und auf jeden Fall wird es interessant, glaube ich. Thema Temperaturen, es wird am Sonntag doch sehr, sehr außergewöhnlich frisch. Hat das Einfluss, auch vielleicht auf die Vorbereitung? Muss man da als Sportler auf irgendwas achten? Ja, es wird kalt werden, das haben wir jetzt schon bei den Trainings erlebt. Aber nur grundsätzlich glaube ich nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss nimmt. Natürlich spielt man lieber, wenn man Sonne hat, wenn es ein bisschen wärmer ist. Das können wir uns aber nicht aussuchen. Ja. Und wir müssen so annehmen, wie es ist. Jetzt auch in der Vorbereitung, wir haben sehr, sehr viel auf Kunstrasen trainiert, weil es teilweise nicht möglich war, auf Rasen zu trainieren. Aber ja. Es ist für jeden gleich. Es sind so Temperaturen in Österreich momentan, und egal wo man hinkommt, ich glaube, wird es nicht wärmer werden. Alles Gute für die erste Runde. Vielen, vielen Dank. Das erste Bewerbsspiel im Frühjahr steht an. Mit welchen Gefühlen gehst du dem Spiel entgegen? Ja, mit einem ganz positiven Gefühl eigentlich. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Vorbereitung gehabt. Die Spiele für uns selber als Mannschaft haben sich sehr, sehr gut angefühlt, wie wir gespielt haben. Vielleicht waren die Ergebnisse nicht immer, haben das nicht immer wieder gespiegelt, aber ja, wir brennen eigentlich alle drauf, dass es jetzt am Sonntag losgeht, und freuen uns brutal. Der Gegner, FAC Wien, ein Gegner eben mit neuem Trainer, wahrscheinlich schwer einzuschätzen, aber wie glaubst du, wird dieses Spiel verlaufen? Mit welcher Einstellung geht es auch ihr auf den Platz? Ja, ich glaube, du sprichst es eh schon an, wir müssen auf uns schauen, wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen, einfach unsere Tugenden am Platz bringen, wir müssen giftig sein. Und dann ist es, glaube ich, für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Jetzt bist du in einer ungewohnten Situation, muss man ehrlich sagen. Du bist jahrelang fixer Spieler der Startelf gewesen. Hast im Herbst in den letzten Spielen doch auch um dein Stammleiberl kämpfen müssen. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, so ist der Fußball, also im Großen und Ganzen. Es geht nicht immer steil bergauf. Ich habe dann auch nach meiner Corona-Erkrankung ein bisschen zu kämpfen gehabt, vor allem mit der Luft und mit der Kraft. Das hat man dann auch gemerkt. Aber jetzt geht es mir ganz gut. Ich habe die Vorbereitung gut mitmachen können, alles zu 100% absolvieren können, und ja, ich bin guter Dinge. Jetzt hast du eben auch schon viele Vorbereitungen miterlebt. Wie würdest du diese Vorbereitung einschätzen und auch die Leistung der Mannschaft, das Level, auf dem ihr momentan steht? Ja, also die Vorbereitung war wirklich gut. Also wir haben unser Programm durchziehen können. Das Wichtige ist ja immer mal, wir sind nicht von Krankheiten oder vom Wetter extrem betroffen gewesen. Also darum muss man sagen, die Vorbereitung war wirklich gut. Wie schon angesprochen, die Spiele waren auch sehr positiv. Und darum, glaube ich, können wir mit einem guten Selbstvertrauen in die erste Partie gehen. Danke, alles Gute dafür. Danke.